willkommen zum THC-Talk. Heute mit Dieter Jakob Hieferer. Nemo, man hätte fast denken können, man hat heute ein Déjà-vu. Wir haben zur Halbzeit mit 4 Toren geführt und am Ende wurde es nochmal richtig knapp, gell? Wie im letzten Jahr. Ja, so sind die Spiele in Bad Wielungen, die geben nie auf. Und das haben wir letztes Jahr erfahren. Und dazu wollten wir gar nicht kommen, dass sie mindestens ausgleichen und uns so in Bredouille stellen wie letztes Jahr. Wir haben schlecht verteidigt gegen den, die waren aggressiv, die haben das gut gemacht, aber wir waren ein Stückchen besser und haben verdient gewonnen. Man hat gemerkt, die Wetter war wieder dabei, 10 Tore geworfen. Das THC-Spiel hat vorne raus einen ganz anderen Schwung bekommen, gell? Ja klar, Iveta ist eine wichtige Person und wir sind alle froh, dass sie wieder zurück ist. Sie musste gleich 60 Minuten spielen, weil die Kerstin krank ist. Eine kommt, eine geht, so ist das bei uns. Nein, aber wir sind froh, dass sie zurück ist und dass sie das ohne Verletzung oder ohne Wehsichtun überlebt hat. Also eine schöne Szene konnten wir zum Beispiel von Fernes beobachten, wo zum Beispiel die Spielerin so in Bildung sich verletzt hatte, hat dann Iveta und Jana Krause sie gemeinsam vom Platz getragen. Ja, das war schön, das ist Fair Play und sowas macht man. In dem Fall ist es kein Gegner, ist es ein Mensch und so macht man in so einem Fall. Eine wunderschöne Szene. Ja, finde ich auch. Wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Dankeschön.